Ja, und somit wieder ein recht herzliches Willkommen zu MXGP 2020. Es geht weiter in der Karriere. So, jetzt müssen wir schauen, ob das mit dem Ton einigermaßen passt. Ja, wie bei MotoGP, so ein Zufall auch mit einem Gas-Gas unterwegs hier. Haben wir gestern gelernt, dass das zu KTM gehört. Das ist ja in der Moto 3 komplett eine KTM. Ob das hier im MX auch eine KTM ist, weiß ich nicht, weil vielleicht wisst ihr das ja. So, wie heißt das jetzt? Orleon Nock. Okay. MXGP of Russia, liebe Freunde. So, haben wir jetzt eigentlich die Quali? Jo, da können wir ja reingehen. Und uns das gleich einmal anschauen. Die Strecke, die kenne ich definitiv, glaube ich, noch nicht. Ah, Ton sollte passen. Ah, okay, da geht's rüber, alles klar. Ja, ihr könnt nochmal Sekündchen auf die Minimap schauen. Da muss man schon hin wieder ein bisschen bremsen vor den Sprüngen auch. Oh, das ist aber richtig hier eng. Jetzt war schon ein bisschen in sich die Strecke. Oh, wie hier nicht das Getriebe. Eventuell auf kurz. Gut, wir haben jetzt auch eine leichte eine schnelle Passage drin gehabt. Wir sind gerade keine 100 gefahren. Ah, okay, die Ecke müssen wir uns hier merken. Die Ecke müssen wir uns. Das ist jetzt nach Start Ziel. Ne, das war. Da schnell, da links die. Okay. Das ist die schnelle Ecke. Jetzt zwei, dreimal. So, hier ein bisschen. Vom Gas, Gas gehen quasi. Ah, mir fehlt hier ein bisschen die Delta-Zeit. Wie beim MotoGP. Ah! Ja, bin gerade MotoGP gefahren, ihr wisst es ja. Erster Stream, zweiter Stream, MotoGP schon draußen bei mir. Gestern gestreamt. Vielleicht lassen wir doch die mittlere Übersetzung drin. Hier wird man zwar vielleicht die kürzere brauchen, aber wir haben auch zwei so Stellen drin, wo wir wirklich etwas schneller unterwegs sind. Das müsste man vielleicht dann auch noch probieren über die Runde gesehen, ob sie das auszahlen würde. Wenn wir da ein bisschen kürzer übersetzen, ich weiß es nicht.
Hat er mal gesehen, jetzt immer schön den Schwung mitgenommen haben. Ah, und da ist Finish und links war der Start, genau. Perfekt. Ja, rausgesprungen. Optimal. Jo, das reicht mir mal fürs Erste. Den würden wir sowieso ganz hinten starten. So, da war ich sogar mit 18, oder? Jo, da sind wir jetzt 41. Ja. 36, ja. Gut, ist jetzt schwer zu sagen, ob ich da hinkommen würde. Ist jetzt schwer zu sagen. So, was ist bei mir da los am Handy? Da geht das WLAN nicht, ne? Da muss ich die Typen anrufen. Gestern auch schon beim Stream Probleme gehabt beim ersten. Ab Mitternacht ging es dann eigentlich einigermaßen, aber jetzt ist gar kein WLAN aktuell. Naja gut, das ist nur so am Rande kurz erwähnt. Wird jetzt niemand interessieren, aber so, wo sind wir hier? Gibt es zufällig eine Box, die frei ist? Ist aber jetzt nicht so dramatisch. Nee. Was ist da links? Moment. Ist das wegen der Siegerehrung? Was ist das für eine Monster Energy? Steht da der Sieger dann drauf oder was ist das? Gut, Siegerehrung sehen wir ja sowieso nicht. Das ist ja auch wieder schwach hier. Das haben sie doch im Vorjahr drin gehabt. Jetzt sieht man nur das Motorrad und den Pokal stehen. Das ist ja. Ich verstehe sowas nicht. Milestone. Was ist da los? Keine Siegerehrung wieder. Ach so, vielleicht im MX erst. Nichts in der MX2. Ich weiß es nicht. Kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall hier haben wir keine. Dass die Leute oben stehen. Aber gut. Jetzt dürfen wir mal nicht vergessen, die Kupplung zu ziehen. Ja, aber okay. Das ist ein Bankcar. So, erste Schikane einfach innen rein. Das geht relativ gut eigentlich. Vom Speed her, wenn wir es im Goal gesehen haben. Ja, jetzt sind wir zwar Vierter, aber müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, genau. Oh, da sind wir relativ weit gegangen. Da müssen wir aufpassen. Genau, die Ecke. Jetzt wieder enger. Jetzt wieder eng hier. Rennen 1, Freunde, Rennen 1. Konzentration. Und tschüss. Ja, geil. Das wäre doch ein Thumbnail normal, oder? Ah, Wahnsinn. Da bieg ich einfach mal ab. Ich weiß aber nicht warum, ehrlich gesagt. Schaut ja geil aus. Ah, für das fahre ich jetzt zu wenig, dass ich hier wirklich konstant unterwegs bin. Immer wieder ist da so ein Hacker drin. Im Prinzip fahre ich hier nur hier, wenn ich aufnehme. Oh, schaut gar nicht so schlecht aus. Das wundert mich jetzt eigentlich. Bitten hier. Ah, kann sein, dass die kurze Übersetzung drin haben, weil wir haben jetzt da den Kollegen überholt. So, jetzt, aber jetzt gibt es natürlich kein Zurückspulen mehr, wenn wir jetzt einen Fehler machen, weil jetzt sind wir eh Erster. Ah, verdammt.
Da ist erst die Ecke. Hatte ich mich verguckt. Aber unterm Strich auch eine coole Strecke hier in Russland, würde ich sagen. Vom Layout her gefällt mir ganz gut. Ja, das Monster, das nur Monster Energy MX4, nur in den Stadien, glaube ich, also weiß nicht. Ich glaube, das werde ich nicht bringen, nee. Damit MX sind wir gut aufgestellt, das passt. Sind wir denn genau hinten drauf gefahren? Das gibt's ja gar nicht, oder? Boah, ich habe hier Stößen gesehen. Konzentration, Freunde. Konzentration, deswegen rede ich jetzt nicht so viel, gerade im Fahren. Ich will da in die Top 3 bleiben. Mit den Sprüngen hier, jawohl. So, und jetzt geht's, glaube ich, in die letzte Runde, oder? Letzte Runde. Auch wenn wir hinten wären, könnten wir den hier ausbeschleunigen, unter Umständen. Und so grob haben wir uns die Strecke schon gemerkt, glaube ich. Ja, für alle Motorradfreunde, MXGP hier, MotoGP 21 das neue und auch Ride 4 zwischendurch. Ja, jetzt ist einmal natürlich MotoGP das neue mal priorisiert natürlich, aber Ride 4 werden wir auch weiterfahren wieder, habe jetzt wieder auch Bock drauf. Dann Formel 1 wird es auch regelmäßig geben, WRC gibt es natürlich auch bei mir. Wie alle hier. Der KTM, glaube ich. Ja, komm zurück. Der hat mich jetzt irgendwie irritiert gerade. Nicht hier kurz vor dem Ziel. Da holen wir unsere P2 wieder zurück. Vor wie alle. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Jeremy Sidow nur 12. mit anderen Gas. Jo. Da haben wir unseren Landsmann René Hofer auf der 8 mit der KTM. Sehr gut. So, gleich weiter zum Lauf Nummer 2. Und dann haben wir das für heute schon wieder. Orlionok in Russland. So, hier haben wir das Handy. Haben wir da schon ein WLAN? Ja, jetzt haben wir wieder eins, okay.
Komisch. So, müssen wir weiter beobachten. Ja, let's go. Jetzt dürfen wir hier als Zweiter wieder reingehen. Jawohl. So wie das letzte Mal, glaube ich. Da sind wir auch Zweiter dann gewesen, oder? Will ich meinen? Nach dem ersten Lauf. Mal schauen, wie wir hier das Geld dann sinnvoll einsetzen. Können wir das Moped noch ein bisschen tunen? Brauchen wir das dann für die MX? Müssen wir uns da was kaufen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Boah, Burning Baum mit dem Hole Shot war das, oder? Glaube ich. Ist das gestanden? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber. Ja, von dem haben wir glaube ich zwar nichts, aber immerhin. Ein Achtungserfolg. So, Bernie, jetzt konzentriert es mal ein bisschen hier. Was ist denn da los? Reden wieder einstellen. Na genau dann passieren die Fehler, immer reden. Okay, der ist gestürzt. Den werden wir natürlich nicht reversieren. Aber alles noch im grünen Bereich. Ah, das hat ein bisschen zu weit gesprungen. Harrison, ja, da gibt er uns noch einmal den Konter hier. Sehr schön. Da sind wir schon wieder bei Start und Ziel. Auf B3, jawohl. Konzentration. Kurz die Kamera weggesnappt. Hinten wieder Erster. Das ist seine Strecke hier. Ah, das war zu krass hier mit dem Winkel, wo wir gelandet sind, weil ich einfach zu schnell war und nicht vorher gebremst habe. Das war jetzt so mein Fahrfehler. Nichts. Was anderes ist, wenn wir jetzt wieder irgendwo abbiegen, so komisch, ohne Grund, ohne ersichtlichen Grund. Aber das war jetzt komplett mein Fehler natürlich. Genau das, was ich meinte hier. Da lenke ich eigentlich schon auch nach rechts leicht. Trotzdem biegt er irgendwie nach links ab. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, zwei Runden noch. Ah, das war gerade wieder die Ecke, da bin ich wieder fast zu schnell rein eigentlich.
Ja, vor den Einsprung könnten wir ein bisschen rausnehmen, weil dann. Aber egal. Glück gehabt, da links wieder so ein Ding, wo wir reinfahren fast. Also ist schon letzte Runde, oder was? Nein, jetzt. Weil er schon drüber gefahren ist. Jetzt letzte Runde, genau. Denken wir gerade. Warum zeigt er das uns dann an letzte Runde? Auch ein bisschen irritierend. Ja, auch besser, wenn es uns direkt anzeigt, wenn wir drüber fahren erst, dass dann letzte Runde steht, weil ich glaube, das ist schon die letzte Runde. Ja, das geht instant um, wenn der erste über die Linie fährt. Aber gut. So, hier ein bisschen rausnehmen. Ah, okay, ob das wirklich schneller war. Naja, doch nicht, glaube ich. Boah, Glück gehabt. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, der Sound war okay. Wenn nicht, werden wir das nächste Mal wieder ein bisschen lauter noch geben. Werden wir es ein bisschen riskieren, dass es Richtung meiner Stimme geht, aber könnte passen. Beaten wieder gewonnen. Insgesamt Beaten zweimal gewonnen, wir zweimal Zweiter. Ja, sonnenklar. Harrison hier 38 vor Vialle, der jetzt nur Vierter geworden ist, und Harrison einmal Dritter, Zweiter, glaube ich, oder so in die Richtung. Ja, perfekt. René Hofer. Oh, nur 6 Punkte im Rennen 2, da ist er zurückgefallen. Schade. Ja, das ist sozusagen die Siegerehrung. Wir sehen nur das Motorrad und die Platzierung. Das ist halt schon. Das meine ich halt. Da hinten ist sogar das Podium. Ja, vielleicht kommt sie in der MX-Klasse dann. Kann ja sein. Ist ja im MotoGP leider auch so. Dass man da nichts hat. Aber naja. Eine Szene nur, wo sie oben stehen, aber gut. Zu viel verlangt wahrscheinlich. Zu viel verlangt. Ja, 24 Minuten hier der Bart. Ja. Ja, ein einzelnes Rennen wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, glaube ich. Tja, Arguida Portugal. Das ist das nächste Rennen. Somit darf ich mich bedanken. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gut gefallen. MXGP 2020 und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's und demnächst fahren wir hier natürlich auch wieder weiter, dass wir in die MX-Klasse kommen. Das heißt, die Saison durch und eine Saison in der MX dann auch einmal durch in der Königsklasse. Das ist so mein Ziel auf jeden Fall. Mal schauen, wie weit wir kommen. Jo, in diesem Sinne noch einmal schönen Tag. Schaut gerne vorbei. Das neue MotoGP 21 jetzt bei mir am Start. Schon zweimal jetzt gestreamt. Die Karriere natürlich. Und am ersten Part auch ein bisschen so Zeit fahren. Beziehungsweise am Ende des Streams. Fahre ich dann oft jetzt, weil wir ja nur in der Moto 3 unterwegs sind. Meistens jetzt ein kurzes Rennen. Oder zumindest im zweiten Part bin ich ein kurzes Rennen. Mit, also drei Runden mit der MotoGP mal gefahren, dass man da
Will auch mal Schnelleres dann sehen. Nächstes Mal fahre ich vielleicht auch Moto 2, mal schauen. Ja, was und wie es gerade anfällt beim Stream, wenn es Wünsche gibt, natürlich. Am Ende oder mal zwischendurch eine kleine Runde Zeit fahren, irgendwas, wenn irgendwer was sehen will. Also in dem Sinne, schaut gerne vorbei, entweder live oder auch danach bei MotoGP 21, das neue Game jetzt aktuell, gestern neu rausgekommen, jetzt vom heutigen Tag aus gesehen. Und ja, Riot werden wir dann, wenn MotoGP wieder ein bisschen abklingt, auch wieder das ein oder andere Mal am Tag fahren, sicherlich, macht auch Spaß. Zwischendurch Formel 1 fahre ich natürlich weiter, auch die Karriere, aber jetzt hat einmal MotoGP natürlich Priorität jetzt in der Anfangsphase. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Rallye kommt natürlich auch regelmäßig weiter. Die Parts natürlich in dem Sinne. Noch einmal danke fürs Zuschauen, das war's und ja, bis zum nächsten Mal MX vielleicht. Oder wir sehen uns im Stream oder in den anderen Videos. So machen wir das. Ciao, ciao.